Jetzt wollte ich mir mit Ihnen mal diesen Trick angucken. Eine 2x2-Matrix. Ich erfahre etwas über die Eigenwerte, ohne die Eigenwerte auszurechnen. Das ist spannend. Das wollte ich einmal ausbuchstabieren. Also ich habe eine symmetrische 2x2-Matrix A, B, B, C. Das wäre der allgemeine Fall. Auf der Nebendiagonalen stehen dieselben Zahlen. Auf der Hauptdiagonalen steht, was will. Angenommen, die Determinante davon ist größer als 0. Angenommen das. Zeigen Sie Folgendes. Dass A niemals 0 sein kann und dass C niemals 0 sein kann. Wenn A größer ist als 0, dann ist auch D größer als 0. Und beide Eigenwerte sind positiv. Eigenwerte sind positiv. Und umgekehrt, wenn A kleiner ist als 0, oben steht was Negatives. Wenn A kleiner ist als 0, dann ist auch C, oh, habe ich D geschrieben, Entschuldigung, C natürlich, C, der da unten, dann ist auch C kleiner als 0 und beide Eigenwerte sind negativ. Das ist genau der Trick mit der Hesse-Matrix in 2x2. Wenn ich nachgewiesen habe, dass die Determinante positiv ist, für eine symmetrische 2x2-Matrix, kann ich direkt sagen, wenn oben was Positives steht, oben links was Positives steht, sind beide Eigenwerte positiv. Probieren Sie das mal nachzuweisen. Was heißt Determinante, wenn Sie Determinante ausbuchstabieren? Was wissen Sie dadurch, dass die Determinante positiv ist? Und was wären die Eigenwerte, wenn Sie die Eigenwerte dieser Matrix allgemein mal hinschreiben? Was wären die Eigenwerte und wie kann ich jetzt das mit der Determinante verrühren, um genau dieses Kriterium hinzukriegen? Ja, was ist die Determinante? Die Determinante ist a mal c minus b Quadrat. A mal c minus b Quadrat. Wenn a mal c minus b Quadrat größer sein soll als 0, weiß ich Folgendes. B ist eine reelle Zahl. Das Quadrat einer reellen Zahl ist 0 oder größer als 0. Von ac wird etwas abgezogen. Oder nichts abgezogen, wenn b 0 ist. Aber allenfalls wird von ac was abgezogen und das Ergebnis ist größer als 0. Das heißt, ac selbst muss größer als 0 sein. B Quadrat ist größer gleich 0. Ich ziehe etwas ab, das größer gleich 0 ist. Ac muss größer als 0 gewesen sein. Sonst kann das Ergebnis hier nicht größer als 0 sein. Wenn aber ac größer ist als 0, dieses Produkt der mal den, dann wissen Sie, a kann nicht 0 sein, sonst stünde der ja 0 und nicht größer als 0. Und Sie wissen, c kann nicht 0 sein, sonst stünde da a mal 0. Und das ist auch nicht größer als 0. Das wäre im Widerspruch dazu. Also in der Situation wissen wir sofort, weder a noch c können 0 sein. Sonst haben Sie sich bei der Determinante verrechnet, wenn Sie da 0 rauskriegen. So, und wenn a größer ist als 0, dann können Sie nicht mit 0 oder mit was Negativem multiplizieren und wieder was größer als 0 rauskriegen. 4 mal wie viel ist größer als 0? Da muss wieder eine positive Zahl stehen. Wenn a größer ist als 0, dann muss c größer als 0 sein. Zwangsläufig, wegen dieser Ungleichung. Und andersrum, wenn a kleiner ist als 0, minus 4 mal wie viel ist größer als 0? Sie brauchen hier eine negative Zahl. Negative Zahl mal negative Zahl. Das ist der hier unten. Das sind diese größer-kleiner-Geschichten. Was jetzt fehlt, ist das hier, beide Eigenwerte. Dazu braucht man jetzt die Gleichung mit den Eigenwerten. Bisher haben wir erst ausgewertet, was es bedeutet, dass die Determinante einer symmetrischen 2x2-Matrix positiv ist. Das heißt, a mal c muss größer sein als 0, haben wir daraus gefolgert. A mal c größer als 0 heißt nicht unbedingt, dass die Determinante positiv ist, aber das muss mindestens gelten, dass dieses Produkt a mal c größer ist als 0. Sonst kann die Determinante nicht positiv sein. Und jetzt brauche ich die Gleichung für die Eigenwerte. Wenn ich sage, Lambda ist ein Eigenwert, wie üblich. Es muss also haben a minus Lambda b b c minus Lambda, daraus die Determinante gleich 0. Meine Matrix minus Lambda, weil die Einheitsmatrix gleich 0, gibt a minus Lambda mal c minus Lambda minus b Quadrat.
gibt Lambda Quadrat minus a plus c mal Lambda plus a mal c minus b Quadrat. Alles ziemlich geradlinig, hoffentlich. Es sei denn, ich verrechne mich. Also, was weiß ich? Lambda ist quadratische Gleichung a plus c halbe plus minus a plus c halbe Quadrat minus ac plus b Quadrat. Versuchen Sie daraus mal irgendwas abzulesen über die Eigenwerte, nach dem, was wir jetzt hatten eben. Ich überlege gerade, ich glaube, Folgendes wird leichter sein. Ich schreibe es mal gerade noch mal ein bisschen um, oder? Ich schreibe mal hier hinten minus ac minus b Quadrat. So ist hoffentlich leichter zu verstehen, was da passiert. Hier dieses minus b halbe quadrieren, minus q, das ist mein q. Versuchen Sie da jetzt was wiederzuerkennen, was größer 0, kleiner 0 heißt. Wenn a größer ist als 0, dann weiß ich, c ist größer als 0. Was weiß ich dann über diesen Ausdruck? Die Determinante soll positiv sein und a soll positiv sein. Was wissen Sie dann? Wenn die Determinante, hier ist ein Ding, größer 0 ist und a größer ist als 0. Was wissen Sie dann? Und analog zu Determinante größer 0 und a kleiner als 0. Das wäre der zweite Fall. Determinante positiv, links oben etwas Positives, schwarz, links oben etwas Negatives, rot. Was lesen Sie über die Eigenwerte ab? Machen wir das mal so. Nenne ich den hier mal bla, dann steht hier das bla Quadrat netterweise und hier steht ja die Determinante und die Determinante soll positiv sein. Hier ziehe ich also auf jeden Fall was Positives ab. Nicht nur 0, sondern garantiert was Positives wird hier abgezogen. Das Vorzeichen von bla kann ich auch bestimmen. A soll positiv sein, dann wissen wir schon, Determinant positiv, A positiv, C muss positiv sein. Dieses Ding hier vorne muss positiv sein. Hier steht was Positives, plus minus Wurzel, dieses Ding ins Quadrat, minus eine positive Zahl. Da steht also, Lambda ist gleich eine positive Zahl, plus minus die Wurzel aus einer positiven Zahl, dieser selben positiven Zahl ins Quadrat, minus die Determinante und die Determinante ist garantiert positiv. Wenn die Determinante da hinten nicht stünde, wenn das da stünde, dann würden Sie rauskriegen bla plus Wurzel bla Quadrat, also zweimal bla und bla minus Wurzel bla Quadrat, 0. Bla minus Wurzel bla Quadrat wäre 0. Jetzt steht da aber nicht bla Quadrat in der Wurzel, sondern es wird noch was abgezogen. Aus der Wurzel kommt was raus, was garantiert kleiner ist als das bla. Wenn ich das abziehe, bleibt das auf jeden Fall in der Summe, in der Differenz, soll ich dann sagen, bleibt es auf jeden Fall größer als 0. In der Wurzel steht weniger als bla Quadrat. Die Wurzel ist deshalb weniger als bla. Wenn Sie das rechnen, bla minus die Wurzel, haben Sie immer noch was über. Das muss größer sein als 0. Das wäre händewedelnd die Begründung, dass beide Eigenwerte positiv sein müssen. Der mit Minus auf jeden Fall und wenn der mit Minus positiv ist, der mit Plus erst recht, der ist ja noch viel größer. Oder auf jeden Fall größer, nicht viel größer. Und mit dem Kleiner, wenn das a kleiner ist als 0, dann weiß ich, dass dieser Ausdruck hier vorne kleiner ist als 0. A negativ, dann weiß ich c negativ, hier steht was Negatives. Dieser Ausdruck ist kleiner als 0. Etwas, was kleiner ist als 0. Plus kann ja allenfalls gefährlich werden. Plus Wurzel aus dessen Quadrat, aber etwas weniger. Bleibt kleiner als 0. Der vorne hier wird gewinnen. Der ist im Betrag größer als die Wurzel, weil ja in der Wurzel noch was reduziert wird. Also bleibt das kleiner als 0. Das ist das Argument dahinter. Weshalb man da nicht mehr die Eigenwerte ausrechnen muss, sondern sich einfach die Determinante angucken kann. Wenn die Determinante positiv ist, und wenn links oben eine positive Zahl steht, geht das einfach ruckzuck durch. Beide Eigenwerte müssen positiv sein. Mich interessiert ja nicht,
Ob die beiden Werte 3 oder 48 sind, mich interessiert nur, ob sie positiv sind. Deshalb geht das so schön einfach. Und wenn oben links was Negatives steht, steht unten rechts was Negatives. Also das Ganze wird negativ in jedem Fall. Das ist dieses Kriterium. Determinante angucken, ob sie positiv ist, und dann links oben gucken, ob der positiv oder negativ ist. Das ist mehr oder minder Zufall für 2x2-Matrizen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie 3x3 haben, dass da viel mehr Unbekannte im Spiel sind und das Ganze wesentlich komplizierter wird. Bei 2x2 ist es so schön einfach.